Tschüss Alltag, hallo Freiheit. Wollen wir ans Meer oder in die Berge? Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis. Derby Time in Hamburg-Schnelsen. TuS Germania Schnelsen empfängt den SV Lurup am zweiten Spieltag in der Bezirksliga West. Der Favorit aus Lurup führte also nach 10 Minuten verdient mit 2:0. Und die Mannschaft von Sven Tepsic brauchte gut eine halbe Stunde, bis sie hier ins Spiel fand. Steven Pein mit diesem starken Zweikampfverhalten erobert den Ball, zieht ab, Benjamin Ernst pariert und den Rebound, den hat Shahin Taheri. 1:2 nur noch aus Sicht von Germania. Die Mannschaft ist zurück im Spiel und glaubt jetzt auch wieder an einen Derby-Sieg. Der SV Lurup geht als Aufstiegsfavorit in diese Bezirksliga-Saison. Für TuS Germania geht es nur um den Klassenerhalt. In der vergangenen Saison hat man erst am letzten Spieltag die Klasse gesichert, um dann vor gut 5 Wochen einen kompletten Neustart mit neuer Mannschaft hinzulegen. Der Saisonauftakt beider Mannschaften verlief auch komplett gegensätzlich. Während Germania 2:1 bei Quickborn unterlag, konnte der SV Lurup im ersten Heimspiel 4:1 gegen Heidgraben gewinnen. In der Folge kamen die Gastgeber immer besser in diese Partie. Das ist Salem Ahanga, der behält die Übersicht. Wunderbar rausgelegt für Anastasios Antonio. Der zieht knapp über den Kasten von Benjamin Ernst. TuS Germania ist dem Ausgleich jetzt näher. Mit dem Spielstand von 1:2 gingen die 22 Spieler dann in die Pause. Und es gab einiges an Gesprächsbedarf. Sven Tepsic hier mit vollem Körpereinsatz schildert er dem Schiedsrichterteam seine Einschätzung. Rein in den zweiten Durchgang. In dieser Phase des Spiels wirkte der SV Lurup etwas lethargisch und die Gastgeber nutzten es aus. Der Ball kommt rüber für Daniel Stolte und er versucht ihn ins Eck zu schlenzen. Aber der Ball geht knapp am Kasten vorbei. Trotzdem macht Germania das jetzt richtig gut. Germania nahm dieses Derby jetzt einfach mehr an. Der SV Lurup versucht zu kontern, aber da kommt Jesse Andrews Richter mit diesem Tackling. Die Gastgeber waren in dieser Phase das bessere Team. Die Gäste waren um Spielkontrolle bemüht, aber gefährlich wurde es nur noch nach Standards in der zweiten Hälfte. Dieser Kopfball vom eingewechselten Christian Giampfi. Schafft Germania Schnelsen den Ausgleich. Ruhender Ball, 67. Minute. Kapitän Marcel Sticker mit dem Hinterkopf zum 2:2. Unfassbare Momente in diesem Derby. Germania kommt nach 0:2 Rückstand zurück. Die zweite Torbeteiligung für Shahin Taheri. Diesmal ist er Vorlagengeber und nochmal zum Genießen dieser Kopfball ins Glück. Wie reagierte der SV Lurup? Die Mannschaft von Gernot Beckert lauerte auf Fehler der Gastgeber und Nikos Klebis begann einen folgeschweren. Er kann den Ball nach Pass von Richter nicht kontrollieren und holt dann Haji Jamal von den Beinen. Richtige Entscheidung, Elfmeter. Der Pass war natürlich viel zu fest gespielt. Aber den muss er dann auch irgendwie kontrollieren oder einfach klären. So gibt er dem SV Lurup wieder die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Den Elfmeter schießt der Kapitän selbst, Haris Junusovic. Er tritt an gegen Jean-Pierre Stegemann und der taucht ab und hat den Ball und hält das 2:2 fest für Germania Schnelsen. Der Jubel kennt keine Grenzen mehr. Diese Parade hier wird gefeiert wie ein Tor. Der Elfmeter war gar nicht schlecht geschossen, aber Stegemann hat die Ecke. Und somit blieb es vorerst beim 2:2. Das Spiel drohte erneut zu kippen. Freistoß für Lurup, Nico Bader. Stegemann kann den Ball nicht festhalten und die Riesenmöglichkeit für Tim Tau. Aber der vergibt. 10 Minuten noch für beide Teams, dieses Derby zu entscheiden. Der Freistoß wird geklärt und dann ist der Ball eigentlich fast schon im Aus. Aber eine ganz starke Aktion von Haji Jamal. Der erobert den Ball zurück, wird dann am Trikot gezogen und erneut gibt es Strafstoß für den SV Lurup. Eine vertretbare Entscheidung von Schiedsrichter Nuri Gaswani, der hier den Überblick behält. Nico Bader tritt an. Hat er die Nerven? Er hat sie! 3:2, das ist die Entscheidung in der 83. Minute. Lurup entscheidet das Derby spät für sich und Nico Bader, der Mann, der bei TuS Germania Schnelsen
ausgebildet wurde, trifft gegen seinen Ex-Club und verzichtet deswegen auch auf einen großen Jubel. Es ist somit der zweite Sieg in Folge für die Gäste aus Lugup. Die Mannschaft von Gernot Beckert unterstreicht seine Aufstiegsambitionen. Germania Schnelsen steht nach 2 Spieltagen in der Bezirksliga ohne Punkte da. Trainer Sven Tepsic muss mit seiner Mannschaft noch einiges aufarbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss Alltag, hallo Freiheit, wollen wir ans Meer oder in die Berge? Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis.